Denn wir lassen uns ja genauso gerne überraschen wie auch die Zuschauer daheim und Valandi in dieser Woche ja und auch in den nächsten Wochen hier bei mir am Kommentatorenpult nimmt er Platz. Ich grüße dich auch nochmal hier an dieser Stelle. Danke, Christian. Ja, liebe Fans. Max im Ring und wir erwarten jetzt seinen Gegner. Ja, liebe Fans, noch einmal herzlich willkommen zu Courage von mir. Christian hat es angesprochen. Ich werde die nächsten Wochen bei Christian an seiner Seite sitzen und die kommenden Ausgaben mit kommentieren. Das war mal ein ziemlich heißer Beginn direkt. Das kann man so sagen. Und die Musik, die verheißt nichts Gutes. Wenn man denn so möchte, es ist Steve Douglas, der geschlagene Ex-Chef. The Grand Slam Daddy, The Vision. Aber eine Sache, Christian, hat dieser Mann nicht mehr. Und das ist der GSW World Heavyweight Titel. Steve Douglas hat alle Taktiken versucht anzuwenden, um Steve Corino möglichst außer Gefecht zu setzen. Bei Unstoppable. Er hat es nicht geschafft. Im Endeffekt konnte der King of Old School, Steve Corino, sich den Titel sichern. Ich wollte ja gerade sagen, sag das nicht so laut, dass er den Titel verloren hat, denn Steve Douglas, dem steckt den natürlich die Niederlage noch in den Knochen. Das war ja nicht nur der Verlust des Titels, sondern nach all dem, was er Steve Corino an den Kopf geworfen hat, dass er dann da klar im Ring verliert, das ist vielleicht die bitterste Niederlage seiner bisherigen Karriere gewesen bei Unstoppable. Es war, man muss sagen, ein Plan, den sich Steve Douglas zusammen mit Steve the Chief zurechtgelegt hat, der geradezu unglaublich niederträchtig war. Sie haben den Sohn von Steve Corino attackiert. Sie haben ihn ins Krankenhaus befördert. Steve Corino war mit seinen Gedanken bei seinem Sohn bei diesem Match bei Unstoppable. Nichtsdestotrotz konnte Steve Corino trotz alledem in einem hochklassigen und unglaublich dramatischen Match letztendlich sich den Titel von Steve Douglas, von The Vision sichern. Für Steve Douglas heißt es jetzt natürlich, bald möglichst das Rückmatch sich sichern und sich den Titel zurückholen. Ja, aber da muss er erst mal ein Rückmatch bekommen. Hat er das überhaupt verdient? Ich weiß nicht, wie die Verträge aussehen, müssen wir noch mehr herausfinden. Nicht vergessen sollte natürlich auch sein Gegner Max aus Österreich, denn diese Kraftdemonstration, die soll auch nicht unkommentiert bleiben. Gerade der Gorilla Press steppte mal eben die 110 Kilo von Steve Douglas in die Luft. Aber mit dem Steve Douglas, da ist heute zu rechnen. Klasse SEO, aber das kann man nur bis zwei. Man sieht in seinem Gesicht diese Entschlossenheit, Steve Douglas. Und hier wieder so eine illegale Aktion von Steve Douglas. Er lässt es einfach nicht nach. Er hat sie in seinem Repertoire und fast schon instinktiv wendet er immer wieder diese Aktion an. Bloß auch heute gegen Max, man muss sagen, die Referees haben nach dem Ingo Vollenberg, der GSW-Präsident, sie darauf hingewiesen hat, ein ganz besonderes Auge auf Steve Douglas. Und das hat hier der Ringrichter auch dementsprechend angewendet. Klasse Suplex hier von Steve Douglas. Ja, und wenn diese Maschinerie, Steve Douglas, mehrfacher GSW-Champion in allen Klassen, der Grand Slam Daddy, wenn der mal so richtig in Fahrt kommt hier, dann wird es schwierig für Max. Man sollte sich auf jeden Fall von Max auch mal das Promo-Video anschauen auf GSW-Wrestling.de. Da gibt es ja Vorstellungsvideos von fast allen GSW-Stars mittlerweile. Das ist jemand, der hoch hinaus will, der hat Arnold Schwarzenegger zum Vorbild. Das sieht man noch an seinem Körperbau. Und das ist jemand, von dem wir noch viel erwarten können, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Steve Douglas ist heute kaum zu schlagen, oder einfach doch? Naja, da wollte ich dir gerade eigentlich zustimmen, da kommt Max mit diesem explosiven Elbow aus der Ringecke und kann eventuell das Match noch einmal zu seinen Gunsten drehen. Nee, also wir sehen, dass Steve Douglas dieses Match wirklich ziemlich eindeutig kontrolliert, Christian. Er lässt hier keinerlei Zweifel dran, was seine Mission ist. Und die Mission ist natürlich, den Titel sich wieder zu sichern. Da kann ein Max, dieser junge, aufstrebende Mann, und er ist ja natürlich kein Unbekannter für das GSW-Publikum, gerade für das Live-Publikum, war er schon einige Male zu sehen und auch erfolgreich. Dementsprechend könnte natürlich ein Sieg heute gegen Steve Douglas ihn ganz nach oben befördern, gar in eine
in eine Region, die einen Titelkampf in Zukunft hier bei German Stampede Wrestling sichern kann. Was geht auch im Kopf jetzt von Steve the Chief vor, dem Macher der Decent Society? Das lief alles so gut, bei Courage ging's los, alle Titel auf der Seite der Decent Society, zumindest die Tag Team Titel, der World Title und natürlich die Ladies Championship. Und dann hat das wichtigste Pferd im Stall von Steve the Chief die größte Krone der GSW verloren. Und jetzt kommt auch noch Max angeflogen von ganz oben. Was für ein Cross-Body-Block von Max. Aber es gelingt ihm nicht sofort das Cover. Das können die entscheidenden Sekunden sein. Eins, zwei. Ja, das sind so die Sachen bei Neulingen, die man dann beobachten kann. Sie setzen nicht sofort das Cover an. Er hat ja noch ein, zweimal durchgeschnauft und dann nicht sofort das Cover angesetzt. Und ein erfahrener Mann wie Steve Douglas kann sich dann natürlich auch befreien. Der Vorarm jetzt ins Gesicht von Steve Douglas. Steve Douglas muss jetzt auch erstmal tief durchatmen und wieder zurück ins Match kommen. Und wir sehen, der hat dann doch ziemlich getroffen. Steve Douglas, da kommt, glaube ich, tatsächlich, ja, da kommt Blut aus seiner Nase. Das kann natürlich in der Hitze des Gefechts passieren. Aber Steve Douglas, der ist wie ein Tier, was verletzt worden ist, der legt dann nochmal ordentlich nach. Also das natürlich kann auch im Wrestling-Ring durchaus mal passieren. Eine blutige Nase. Und das ist jetzt auch möglicherweise ein Vorteil natürlich für Max. Wir wissen auch nicht genau, wie hart Steve Douglas getroffen ist. So eine blutige Nase, die passiert schnell. Aber wir müssen eine. Das war, was wir vorhin angesprochen haben. Die Ringrichter haben genau die Augen auf diese illegalen Aktionen von Steve Douglas. Jetzt der Referee Alexander. Ja, ich kann es fast nicht glauben. Da wird mit dem Ringrichter diskutiert und jetzt wird Max da abgefertigt. Klasse hier, dieses Stevie-Special von Steve Douglas. Er sollte sich auf seine guten Aktionen konzentrieren. Double Underhook, aber geblockt von Max. Spricht für die Kraft dieses jungen Mannes. Das Cannonball Ogun natürlich in die Ringecke mit dieser angeschlagenen Nase. Könnte das die Überraschung hier werden? Ja, dann Irritation mit der Diskussion mit dem Offiziellen. Und jetzt Max mit seinem Power Move. Hier droht ungemacht für Steve Douglas und für die Decent Society. Da hat Steve the Chief draus einmal ganz tief durchgeatmet. Das wäre natürlich ein. Ja, fast der Super-GAU, wenn Steve Douglas kurz nach dem Titelverlust gegen Steve Corino jetzt eine Niederlage gegen diesen jungen Max einfallen würde. Es dauert so ein paar Sekunden, bis er den Move tatsächlich durchführt, nimmt Anlauf. Und dann kommt dieser klasse Elbow aus der Ringecke. Er verliert ja gegen den absoluten Veteran bei GSW Unstoppable. Jetzt droht auch noch dieses Match gegen den aufstrebenden Neuling gegen Max zu kippen. Da war aber die Hand an den Ringseilen bei Steve Douglas. Das hat ihn nochmal gerettet. Aber hier liegt was in der Luft, Alan. Spürst du das auch? Ja, Steve Douglas, man sieht doch, der ist mitgenommen. Das jetzt darf Max keinen Fehler machen. Und das soll wohl sein Finishing Move werden. Aber Steve Douglas fängt ihn ab. Und das ist der Halbnetz-Suplex. Klasse in die Brücke. Das kann man 1, 2, 3. Und das ist der Erfolg für Steve Douglas. Wichtig. Also, Steve Douglas geht hier angeschlagen aus dem Match. Und Steve the Chief kommt, hat das Mikro in der Hand. Oh Mann. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Ansage. Oh Mann, Steve Douglas. Die Dramatik geht weiter. Wir müssen es aber noch mal klar sagen, so eine blutige Nase kann schnell passieren hier im Pro Wrestling. Ist nun mal ein Vollkontaktsport, aber Steve Douglas konnte trotzdem noch das Match erfolgreich zu Ende bringen. Also auch eine gute Entscheidung vom Ringrichter hier, das Match weiterlaufen zu lassen. Wenn richtige Verletzungen vorliegen würden, würde natürlich sofort der Wettbewerb abgebrochen werden. Und jetzt kommt der Ringrichter Alexander Erfen auch nochmal zurück. Der möchte nämlich hier nochmal als Sieger auch präsentiert werden. Das ist natürlich Balsam für die gescholtene Wunde von Steve Douglas. Da ist das Mikro verlangt. Da ist das Mikro im Ring. Was haben eigentlich die Leute immer mit dem Mikro? Steve the Chief, was hat er zu sagen? Nichts kann Steve Douglas aufhalten. Und in Berlin hat es nur angefangen mit Colby Corino, den wir platt gemacht haben und ins Krankenhaus geschickt haben. Und das war nur der Anfang. Genau, Corino, wenn du denkst, das Kapitel ist abgeschlossen, dann hast du dich getäuscht. Denn jetzt wird es erst wirklich persönlich. Du hast mir meinen World Title genommen. Also nehme ich
dir deine Karriere. Ja.